Guten Tag. Heute machen wir mal wieder eine Baustellenkontrolltour. Und die erste Adresse ist, oder wir fahren jetzt als erstes zur Brandvorwerkstraße. Wir waren letzte Woche schon da. Letzte Woche wurde in der Einwohnung der Fußboden gerade aufgeschüttet, weil es hat sich herausgestellt, als wir den alten Fußboden rausgenommen haben, also sprich Laminat, und die Unterkonstruktion mit den Holzplatten, weil ursprünglich waren da mal Holzdielen, das war ja mal ein Dachboden, der dann zu Wohnzwecken ausgebaut wurde. Und da wurden auf die alten Holzdielen USB-Platten gelegt, festgeschraubt und darauf dann Laminat. Und dadurch, dass wir jetzt rausgenommen haben, haben wir gesehen, wie der Untergrund dadurch ist. Und der ist richtig durchgebogen. Und das hat natürlich nochmal wieder Aufwand verursacht. Und wir haben da jetzt Schüttungen aufgetragen, also quasi, kann man sagen, so ähnlich wie Estrich auf eine Folie. Das wurde ausgeglichen, an manchen Stellen sogar 8 cm. Also wir haben dann einen Höhenunterschied von 8 cm innerhalb eines Raumes vom Boden. Das ist natürlich krass. Das wurde jetzt letzte Woche in der einen Wohnung behoben, in der anderen waren die gerade dabei. Also da müssten die jetzt durch sein. Dann wurden die Wände gedämmt, weil in der einen Wohnung haben wir, also in der linken Wohnung haben wir Außenwände. Ich muss mal kurz gucken, wo muss ich lang? Ja. Haben wir Außenwände, 2 Stück. Und das Problem dabei ist, dass dort oft Feuchtigkeit auftritt. Die mussten wir jetzt nochmal nachträglich von innen dämmen. Das haben wir mit Silikatplatten und Silikatfarbe gelöst. Das sollte jetzt eigentlich auch schon fertig sein und die nächsten Schritte sind dann, dass der Fußboden und die Wände dann, also Fußboden kommt rein, Wände werden gestrichen und dann wird das hoffentlich spätestens nächste Woche fertig sein. Ja, das gucken wir uns jetzt an, ich bin schon gespannt und ja. So, wie man sieht, ist es auch wieder ein bisschen kälter geworden. Der Sommer ist vorbei. Naja, ist ja nix, ne? So, jetzt müssen wir gucken, weil die Handwerker haben alle Schlüssel. Beziehungsweise einer hängt noch im Büro, ne? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall müssen wir jetzt mal gucken, dass sie hier aufmachen. Sonst haben wir richtig Geburtstag. So, noch ein. Das ist natürlich der Nachteil hier. Dass hier kein Fahrstuhl drin ist, ne? Das ist natürlich eine sportliche Herausforderung jeden Tag. Ja, geil. Ja, wie ihr hört, die sind hier hart am Reisen. So, hier haben wir schon einen neuen Boden drin. Das war hier vorher nicht, mit den Holzdielen unter. Gehen wir einmal hier weiter. Auch mega geil, finde ich. Ich habe mir fast die Schwelle weggekriegt. Hier war ja vorher so ein Absatz. Hier sehen wir das. Haben wir Licht? Nee. Komm mal rein. Ach geil, die neue Badewanne ist schon da. Hier wurde grundiert, die Fliesen bleiben hängen. Die werden übergefliest. Da oben kommt ein Licht, wie heißt es? Lichtfenster rein. Dass man hier auch Tageslicht drin hat, obwohl das ein innenliegendes Badezimmer hat. Das machen wir bei den Wohnungen, die wir halt, ich sag mal so, umfassend sanieren immer. Damit du halt nicht zwingend immer Licht anmachen musst. Und ist halt vom Wohnwert auch mega geil, ne? So, hier liegen schon die Platten. Das hier ist später mal das Schlafzimmer. Ist jetzt übrigens kein Fenster, was aufgeht, ne? Ist klar. Hier kommt nachher Parkett drauf. Die Frage hier, das ist natürlich ein bisschen knapp. Ah, mal sehen. So. Hier liegt, wie gesagt, schon der neue Fußboden. Hier kommen auch noch die Holzplatten drauf. Ach geil, ja. Aber das sind ja nicht die Silikatplatten, oder? Doch. Ja? Ja. Ich dachte, die sind größer. Nee. Ach nee, doch, das sind die. Stimmt. Nee, ich dachte, die sind großflächiger. Ich habe das ja nicht gesehen, als ich einkaufen war. So, dann haben wir hier. Hier sieht man das nochmal. Hier war ja die Wand vorher. Das waren ja vorher 2 Räume. Da wurde die Küchentür zugemacht. Die braucht man jetzt ja nicht mehr. Und das spart man im Flur halt auch nochmal Platz und kann eine Garderobe oder sowas stellen. Moin. Hallo. Hier oben können wir jetzt ins Dach gucken. Da ist übrigens, komm mal einmal da so durch, da kannst du oben zum Himmel gucken fast. Siehst du das? Das kleine Loch. Da muss man hier von hier gucken. Das ist der kleine Schornstein. Kannst rausgucken da oben.
Genau. Das wird hier, das ist jetzt hier eigentlich, das ist hier komplett die Außenwand. Deswegen haben wir das nachträglich gedämmt. Damit es halt nicht mehr schimmelt. Genau. Das ist eigentlich vom Grundriss jetzt richtig optimal, muss ich sagen. So. Wollen wir mal nach nebenan gehen? Die Wohnungstüren kommen übrigens auch alle neu. Also alle, die beiden. Guck mal, hier sehen wir schon, hier war vorher die Küchentür, die ist schon verspachtelt und glatt gemacht alles. Ja. Hier war die Schwelle noch ein bisschen höher als drüben, deswegen haben die das hier nicht ganz weggekriegt. Aber hier sind zum Beispiel schon die neuen Fliesen dran. Kannst du mal einmal gucken. Aber hier ist das Fenster noch nicht gemacht worden. Da, guck mal. Das fehlt noch, das Fenster. Da sind die Löcher schon gebohrt, um anzusetzen mit der Säge. Aber noch drin sind ja geraucht, ne? Ja, ja. Kann man hier reingehen? Ja, ne? Hier ist ja nur Fußboden. Ja, wobei, ich gehe mal lieber nicht rein. Genau. Finde ich eigentlich ganz cool, so wie es jetzt ist. Und hier machen wir das auch nicht, so wie man das da sieht. Oben wieder bis hoch gefliest, wie der Fleischerei, sondern da wird dann Gespachtelung gestrichen. Also oberhalb der Fliese, nur im Nassbereich ist halt bis 2 Meter gefliest. Das ist halt für den Mietspiegel nachher auch wichtig. Und im Badezimmer muss sowieso bis, ich glaube, 1,50 Meter oder 1,55 Meter gefliest sein. Hallo. Genau. So. Dann haben wir hier, genau, wieder Küchenbereich. Küchentür auch wieder zu. Hier habe ich schon letztes Mal, als ich hier war, schon die Spots angezeichnet. Hier kommen die LED-Spots hin. Es gibt ja mietspiegelmäßig auch nochmal einen Aufschlag. Und ja, jetzt ist es eigentlich schon relativ weit hier. Jetzt muss noch gestrichen werden, das nächste. Also das ist immer so die Kleinstarbeiten. Fensterbretter haben wir bestellt. Hier kommen Lichtschalter hin. Das hatte ich letztes Mal auch angezeichnet. Das ist eigentlich ganz cool. Und dann gestrichen, wie gesagt, kommt Parkett rein. Das war es dann eigentlich schon, ne? Dann im nächsten Video, schätze ich mal, sind wir dann schon so weit, dass das hier fast bezugsfertig ist. Wir müssen dann einmal nochmal eine Abnahme machen. Und dann geht das in die Vermietung. Also, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass es jetzt innerhalb der nächsten 7 Tage fertig wird. Und ja, ich halte euch auf dem Laufenden und bis dann.